Wir wollen zum Rugops. Hier ist ein Rugops. Ja, das ist er. Hier ist er, Leute. Ich hab ihn gefunden. Beim Gemüse ist er. Beim Mais. Moin und herzlich willkommen zurück zu Ark World. Wir müssen hier mal ganz dringend den Schaden, den unsere Tiere in den letzten Folgen erlitten haben, mal ein bisschen ausgleichen, indem wir sie mal wieder ein bisschen hochheilen. Sonst sehen wir in der nächsten PvP-Situation alt aus. Und, ich heile mal weiter hoch jetzt. Also ich habe jetzt schon über die Hälfte gut. Der Strich, der schmale, der nach oben geht vom Lebensbalken, der wird jetzt schon wieder voll. Sag einfach eine Zahl, wie viel du hast. 13.800. Okay, ja. Das bedeutet viel, sagt. Meinst du, aber dazu musst du ja erstmal wissen, wie viel Leben ich hab. Nee. Auf dem Rex. So, wo soll ich jetzt hinkommen? Wieder an dieselbe Stelle wie gerade. Okay. Ja, wir haben uns nicht bewegt, da wo du losgefahren bist, genau. Braucht eigentlich von euch noch wie ein Radio oder ein Nachtsichtgerät oder sowas? Nee, ich hab alles davon. Oder ein Tauchgerät oder Baits. Naja, wofür brauche ich ein Tauchgerät? Keine Ahnung, ich hab's. Musst du Zoss später fragen, wofür man das braucht. Ja, ich frag Zoss dann nachher in der Diskussion, in der Session-Runde. Wofür braucht ihr eigentlich die ganzen Scubas? Sehr schön. Ich muss sagen, so im Nachhinein, das, was wir bei Mario abgezogen haben, war schon eine ganz schöne Mission Impossible-Aktion, oder? Wie wir da von der Klippe gesprungen sind und ich zu ihm sprinte und ihn erstmal runterbrülle. Ja, da hat er nicht mit gerechnet, dass da wer von oben kommt. Ich hätte mal ihn im Flug anbrüllen müssen. Ja. Aber das bringt noch nichts. Kam da noch kein Destroy by Dinos, oder? Oder sucht ihr Tiere? Ich glaube, wir suchen eher Tiere. Bei mir ist jetzt auch schon kaum noch Fleisch drin. Ich kann nichts mehr wirklich verfüttern. Ja. Ich habe noch 200. Ich wollte ein Level provozieren. Ich habe hier aber auch irgendwie nichts zum Töten gerade. Hier ist irgendwie nichts mehr. Ist alles schon ausgestorben. Welch Wortspiel. Aha, okay, der wurde jetzt gezähmt. Ich vermute mal von den Nachtschatten, weil der ist ja da direkt in der Nähe, wahrscheinlich. Oh, ja, jetzt gab's... Das ist der Destroy-Wild-Dinos. Okay. Hat der Lonesa wahrscheinlich noch gewartet. Jetzt bin ich gespannt, wo jetzt die nächsten kommen. Ich brauche einen neuen Zettel. Ja, diese Sessions, diese Standard-Sessions mit ganz vielen Rare-Sightings sind echt anstrengend, ey. Auch im Schnitt... Dann zu gucken, wo die Punkte waren und wer welche Punkte hat, ist echt anstrengend, ey, jedes Mal. 40, 80. Das ist das alles ist da nebenan bei uns. Das ist auf der Dingensinsel, ne? 25, 20. Ice Cave? Ice Cave 1 vor allem. Es gibt eine Eishöhle? Pink Carbonemis. Das ist alles. Das, oben. Das ist bei uns? Auf der Insel? Ich glaube schon. Na, nee, gegenüber. 60, 45 Rugops hinten. Das ist unserer. 60, 45. Das ist gar nicht weit weg. Das ist an derselben Stelle wie vorhin. Ja, ne? Dann lass uns da direkt mal wieder hingehen. Ja. Es kann natürlich sein, dass Lonesa jetzt einige vielleicht wieder entfernt. Weil da sind ja einige wirklich an derselben Stelle so. Oder nur ein paar Meter daneben. Rare Albertosaurus. Ich sehe gar nichts. 35, 50. Das ist ja auch alles sehr nördlich. Wahrscheinlich laufen Ritzi und Nami gerade so weit nördlich rum, dass die Viecher alle wieder überwiegend im Norden spawnen. Sonst, warum wenn wir immer. Den hier fertig getämt haben, könnten wir zur. Zu unserer Nachbarinsel? Ja, zur Obsidianinsel. Ja, ja, ja. Wäre vielleicht eine gute Idee, dass und wir den beiden. Lässt es 65, 80. Das könnte bei den Nachtschatten sein. Stimmt, ja. Musste gerade Stamina recken. Ich bin schon viel zu weit gelaufen. Ich sehe dich da vorne. War das nicht hier rechts? Weiß ich gerade nicht. Ja doch, das war hier rechts, wo wir den gezähmt haben. Stimmt. Aber ich sehe hier keinen... Wohl? Nee, das war hier gar nicht. Ja. Sicher? Das ist doch hier das Wasserloch, wo wir waren. Und dann dahinter? Doch, doch, das ist hier. Wo sind wir denn koordinatentechnisch? Warte mal, da ist Gemüse. Moment, das nehme ich mal mit. Hier ist ein Skorpion. Wo seid ihr jetzt hingelaufen? Ich habe gerade nicht zugehört. Wir wollen zum Rugops. Rugops? Hier ist ein Rugops. 65. Ja, das ist er. Hier ist er, Leute. Ich habe ihn gefunden. Beim Gemüse ist er. Beim Mais.
Geilomatico! Sehr gut, okay. Ja. Warte, ich muss. Hab ich. Moment, hab ich Fleisch-Bates? Warte mal. Mach schon. Oder mach du. Ich hab noch Prime Meat am Pfeil, theoretisch. Also. Da ist noch rot. Okay, ja, dann mach du. Ich sammle derweil mal hier drüben Gemüse ein. Hat der Aqua auf mich? Ja, hat er. Oh, shit. Ich abgestiegen bin. Ja, es geht schon. Er hat sich schon beruhigt, alles gut. Aber ich darf jetzt nicht absteigen, sonst kriegt er wegen mir Aggro. Sind das Zitronen? Ja, das sind Zitronen, lecker. Hm. Ob das ja, der andere Rugrops ist schon. Na, der ist schon im willigen Modus, aber der andere, noch, also der Sighting noch nicht. Achtung! Ja, sie ja. kommen wieder. Wie sie einfach nur dastehen und nichts machen. Sie greifen halt den Rex nicht an. Der beste Dino ist, okay, ist immer noch das Bush-People-Boot. das war auch so witzig. Ah, okay. Er ist nett. Okay, der andere ist ja auch nett. Dann steige ich jetzt ab. Der ist auch nur Level 150, der andere war 180. Ich greife mal hier das ganze Gemüse jetzt ab. Voll das Billow-Vieh. Das ist aber auch neu hier, dass an der Stelle hier was Gemüse wächst. Das war doch bisher immer nur bei uns auf der Insel. Was? Nee. Oder? Ist das, oder war das schon immer hier? Es ist ein riesiges Maisfeld hier. Ich kann mich daran nicht erinnern, ehrlich gesagt. Ih, Skorpion. Ich hab mal den anderen getamed. So. Mais, wir brauchen mehr Mais. Erstmal ins TS kommen, was? Ist schon wieder das TS abgeschmiert? Nee. Eigentlich nicht. Weil es gerade im Ingame-Chat hier geschrieben wurde. Vielleicht hat. Gab's eine. Bin noch in einer Besprechung. Ach so, jemand anders ist nicht. Ach so, verstehe. Die haben da gerade irgendwie interne Querelen. Gibt auch einen Tribe-Chat. Seid ihr auch genau bei 60-45? Warte, ich guck. Wir sind bei. 55, 45 gerade, laut dem Mi. Also laut dem Ich. Bei mir steht ja Ich. 55, 45? Ja, das Ich steht genau bei 55, 45. Ja gut, 44. Sagen wir 44. Das ist ein bisschen, ein kleines bisschen weiter links. So, ich bin noch nicht fertig mit Ernten hier. Hier immer noch Stängel. Alter, sind hier viele Stängel. Ich saug das jetzt alles ein. Guck mal her. Ja. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie bei Dead by Daylight, mit den, wie im Feld rumlaufen und so. Fehlt nur noch der Killer. Vielleicht kommt einfach ein Raptor angelaufen und frisst mich. Ich kann auch anlaufen, ich habe gerade so eine coole Maske auf. Nein, mach das nicht. Nicht, dass wir dann beide noch sterben, wenn wir so eine Scheiße machen. Wäre nicht das erste Mal, dass wir sterben, weil wir Scheiße machen, glaube ich. Ah, ich habe euch gefunden. Sehr gut. Ja, perfektes Timing. Rugops has been tamed. Okay, dann reicht das jetzt mit Gemüse. Ob wir damit die schnellsten waren? Ich glaube, ja. Ich glaube schon, ja. War ganz gut, dass wir da unten gewartet haben und hochgeheilt haben. Alter, habe ich jetzt viel Gemüse. Heidi, deudi, nicht schlecht. Ich bin dann kann's, ein einziger Gemüseladen. Wir gehen runter zum Strand. Ich bin mal kurz in einem anderen Channel, die anderen was fragen. Alles klar. Dann ab zum Strand. Oh, hä? Achso. Das ist der andere Rugops. Ich nehme den mal mit. Vielleicht können wir die Gegner verwirren, wenn uns jemand angreift. Wir haben zwei Rugopsen dabei. Dann gehen sie erst auf den einen und nicht auf den, der wichtig ist. Das ist schlau. Wenn der andere mal nicht so glitzern würde. Ja, ne? Vielleicht kann man es ja wegpusten. Ja, ich war ohnehin nicht. Du warst, oh ja, oh nein. Ich wollte, ich war gerade bei den anderen im Channel. Ja. Also bei den, bei Lea. Ach, ja, endlich ist ja auch mal passiert. Ritzi und bei Nami. Ritzi und Nami, genau. Und die sind gerade auf unserer Nachbarinsel, also der Obsidianinsel, aber es ist sehr stressig, weil da zwei Rare Sightings sind und die hatten nur zu zweit und deswegen sollten wir da ruhig mal vorbeikommen. Dann gehen wir da jetzt hin und helfen.
wenn wir jetzt gleich den Ugobs weggeliefert haben. Tiere da rauszubekommen ist sicher fast unmöglich. Eine Cave-Session könnte ja auch mal ganz witzig sein. Naja, es ist ja ein Jurassic Park-Projekt und ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass die in Jurassic Park irgendwie in Höhlen rumgekrochen sind. Ich meine, macht irgendwie keinen Sinn. Außerdem habe ich viele von den Höhlenkreaturen sowieso geblockt, dass die gar nicht auftauchen können, weil die mich auch stören. Pink Carbonemis? Das ist Nami gewesen, also das waren wir. Ah, okay. Das ist Nami gewesen. Eigentlich, erklärt sich von selbst. Ja, ne? Das ist eigentlich logisch, dass das Nami war. Es würde mich sehr überraschen, wenn es nicht Nami gewesen wäre. Hier ist ja eine Höhle, lol. Warte mal, da will ich mal ganz schnell nochmal einen Blick reinwerfen. Ich habe ja eh nichts Wichtiges dabei gerade. Also keine Rare Sighting. Ich will nur mal kurz gucken. Oho. Das ist eine Aberration-Höhle. Sie leuchtet blau. Und da sind irgendwelche merkwürdigen Pilze am Boden. Und was kann es? Ihre Leuchten. Achtung, Petri. Wunderbar. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Ja, welche Frage? Ob wir, wenn die jetzt schon eine getankt haben, immer noch kommen sollen. Naja, warum nicht? Also, ja klar, ich meine, es könnte natürlich sein, dass jetzt neue auftauchen, woanders. Ornitholestes. Der war hier bei uns. Dann haben wir jetzt hier gar keine mehr in der Nähe, oder? Wir sind jetzt eh alle da. 40, 80 ist wieder woanders, ne? Dann ist die Wahrscheinlichkeit eh hoch, dass da jetzt auch Leute hinfahren, um die zu stören beim Thema. Deswegen sollten wir. 40, 50? Oh, kann das nicht am Strand sein? Bei uns hier? Meine ich? Bei 45, 50 oder was? Ja, theoretisch schon. Das könnte hier sein oder drüben. Dann müssen wir aber doch nur ein Stückchen in die Richtung laufen, dann wissen wir es doch schon. Was ist das nochmal für eine? Ein Frosch. Ein Frosch. Das könnte auch mitten im Wasser sein. Ich schau mal, ob hier ein Frosch ist. Das muss ja hier vorne direkt dann sein. Also. Und im Sumpf ist noch ein Isla Nublar Raptor. Also wenn hier irgendwo ein Frosch ist, ist er im Wasser. Ich sehe hier keinen Frosch. Hier ist ein Nublius Theus im Wasser. Am Strand. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Und ich glaube nicht, dass er weiter in die Richtung gespawnt ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich gucke hier gerade im Wasser. Der muss eigentlich hier irgendwo, wenn dann, im Wasser sein irgendwo. Ich sehe nichts im Wasser. Ja, dann... Was ist denn jetzt los? Mega Neura. Ich glaube, es sackt. Der Hugops haut ab. Ah, der hat Angst irgendwie. Wie er wegschwimmt. Achtung, Pachi kommt. Noch ein Pachi. Ich kann den irgendwie nicht angreifen. Hier steht einer hier direkt am Fluss. Achtung. Hey. Ja, nee, sorry. Ey. War ich das? Achtung, komm, noch ein Pachi. Ich mach mal hier noch den Therizinosaurus auch noch weg. Der ist pink, aber was muss, das muss. Das ist nur Level 25, lohnt sich nicht. Es gibt ein Problem mit den Albertos, sie nehmen nichts an. Weder normale noch, ja. Ist leider mit dem Zurücksetzen immer noch ein Problem. Aufsteigen, aufsteigen. Also der Frosch ist nirgends hier. Wenn, dann ist er wahrscheinlich auf der anderen Seite an der Insel. Oh, da ist irgendwas vor uns. Irgendwas Hässliches ist im Wasser da. Bin ich drauf, ja? Was ist das? Soll ich euch eben hier auf der Insel absetzen? Oder dann fahre ich allein zurück und bringe den Urps weg? Kannst du natürlich auch machen, ja? Jurassic Park Ankylosaurus, 6025. Moment mal. Das ist bei Zoss, oder? Ja, das ist bei Zoss. An dieser Langzunge da. Das der war vorhin bei 5525.
Okay, ist trotzdem bei 20. Absteigen. Ja. Moment, rückwärts. Es ist kein Rausschmiss, aber ein Runterschmiss. Ja, passt schon. Ich nehme jeden Schmiss. Ich bin voll schmissig. Wollen wir noch kurz Obsidian mitnehmen, wo wir schon mal hier sind? Könnten wir tun, ja. Warte. Ah, du bist schon dran, ne? Ich mach mal trotzdem mit. Vielleicht sollten wir nicht beide absteigen. In dem Moment, wo ich das sage, müssten wir eigentlich sterben. So, Obsidian, Obsidian. Muss nur gucken, mein Rex kann nicht so viel tragen, glaube ich. Muss die Steine auf jeden Fall wegschmeißen. Ja, ich auch. Und die Bären, die ich noch dabei habe. Noch irgendwas? Das schmeiß ich mal auch weg. Die kaputte Rüstung könnte ich theoretisch auch wegschmeißen. Komm mal jetzt auch mal. Wir haben genug Rüstung. Und das Zeug hier. So. Wunderschön. Du bist jetzt schon weitergelaufen, ne? Ich bin schon mal vorgegangen, ja. Wo genau sind die beiden jetzt? Also, warte, 45, hier ist noch 50. Mal, hier ist noch Obsidian. Schön mitnehmen hier das Zeug, was ihr braucht. Kentro, du wirst jetzt hier nicht hinlaufen, wenn ich hier gerade den Stein schlage. Ja genau, schön umdrehen. War jetzt der, den wir jetzt suchen, oder? 35, 45? Nee, Quatsch, das ist auch woanders. Welchen suchen wir denn jetzt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hab doch... Schließt euch doch mal mit den anderen kurz. Ja, wir... Aber da muss mich jemand ziehen, bitte. Ich kann auch die beiden eben hochziehen. Oder so, ja. Ja. Mach ich. The Base. Moinsen. Hallo. Wir sind da. Wir sind... Sie stellt gerade eine Frage und dann in dem Moment holt ihr sie einfach raus. Ja. Ja, wir mussten das jetzt gerade mal so schnell machen, weil wir müssen mal uns kurz orientieren, wo ihr jetzt genau seid. Seid ihr gerade in der gegenüber? Ich bin gerade in der Base, ja. Kannst du mich bitte abholen? Wo bist du? Ich bin direkt am Tor, also schon... drinne im Park, aber ich habe hier mega viele Leute, Dinos. die ganzen Leute immer. Hier. Ja, ich habe auch gerade ein Resetting abgeliefert. Ich komme. Ich stelle mir gerade so einen Jurassic Park vor, wo hinter den Elektrozäunen einfach Leute stehen. Da, wo die Dinos Motorboot sind die Besucher. Ja. Gucken dann so, guckt mal Menschen. Geh nicht zu nah ran. Sie beißen. Also bist du mit dem Floß angelandet? Ja. Wir haben nur ein Floß. Also übrigens, ihr seid ein jetzt... Floß ist fast kaputt. Seid ihr jetzt in der Base gerade? Habe ich das ich richtig verstanden? Achso. Ich hab den Albert auch tot. Ja, nice. Und der Ankylo wurde auch gezähmt von irgendwem. Habt ihr eigentlich noch andere von den Sightings getamed, außer jetzt die zwei? Ja. Ein Trike haben wir noch gezähmt. Ah. Das war's dann auch schon. Was? Ja, wir hatten ein paar Startschwierigkeiten. Oh, guck mal, da vorne ist der Rugops. Der Rugops wurde gerade gefressen von Raptoren. Ach, das war okay. Das, okay. Ja. Lass uns woanders hingehen. Ja, warte mal, an welcher Stelle bist du denn jetzt, Ritzi? Direkt gegenüber quasi, aber ich habe jetzt halt kein Floß hier. Gegenüber, dann können wir dich ja abholen eigentlich. Ja. So, Nami. Sehr schön. Wir müssen noch schnell zu unserem Floß zurück. Nein! Ah nee, Moment, Cello hat ja unser Floß. Nee, dann können wir dich gar nicht abholen. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Hä, sind wir jetzt hier ohne Rare Sighting an dieser Stelle hier oder gab es jetzt hier drüben irgend noch was bei der Insel neben uns? Es gibt hier noch ein paar... Warte, sie braucht ein bisschen. Ich hab grad voll den Überblick verloren, ey. 35, 80 war eins, also ist hinten bei den Nachtschatten. Hast und du dann... das gesehen? Okay, der ist auch schon weg. Hast du das gesehen? Hm. Ach, ich weiß den Rest okay, leider nicht. Okay, dann fahr ich dann jetzt wieder zurück, oder? Warum bist du eigentlich ohne Tier hier? Ja, dann fahren wir jetzt auch wieder zurück erstmal. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Oh Gott, hier sind Megalodons im Wasser. Okay, ich schwimme doch nicht. Okay. Ist hier kein Raft mehr? Wo ich hole dann Ritzi mal ab, ja? Wir gehen mal schon vor auf die Landzunge, da muss Shadow nicht so weit fahren. Ja. Okay. 25, 20. Ach, das ist gut. Ach ja, oben im Schneegebiet ist uns Voss begegnet, ne? Ach echt? Echt? Ja, und wie lief's? Ich hab zu spät reagiert. Ich gehe so den Berg hoch, sehe zwei Raptoren, so Tsunami. Ach übrigens, Zoss ist hier. In dem Moment rennen die so weg, bis mein Hirn dann geschaltet hat, ich hätte die töten müssen. Ja. Einfach so ganz ruhig so, ach ja, Zoss ist hier. Und da rennen sie weg. Dann erzähl mal noch von meinem Brüller.
Ja, die sind dann auch an mir vorbeigelaufen. Ich habe vergessen, dass der Rex-Brüller so weit geht. Und Nami hat dann noch Annie erwischt. Nice! Mit dem Gerüll. Sehr gut. Ich glaube, ich weiß nicht, wer der andere war. Wahrscheinlich Mario oder so. Bei dem haben wir das Brüllen leider beide eingesetzt und kamen nicht mehr dazu, ihn zu fressen. Nami, fühlt sich das an, Nami, Menschen zu töten? Und Nami hat die Carbonemis gerade allein gezähmt. Ich habe sie da stehen lassen. Und die ist pink, ne? Hm. Ja, deswegen. Ich meinte noch so zu Nami, komm, scheiß auf alles, wir holen jetzt die Carbonemis. Ja, sehr gut, hervorragend, so wollen wir das haben. So 40, 80. Versuch mal rüber zu fahren. Also Shadow, holst du uns jetzt ab? Ja. Ich musste nur in die Carbonemis packen. Geht es? Ja. Kurz nur noch mal. Wenn ihr Zoss auch noch mit dem Rex getötet habt, dann ja, also dann kann ich das schon verstehen, warum die so leicht. Ja, aber die waren bei uns Session mit Raptoren unterwegs, ne? Also bei uns waren sie mit Spinos und Trikes und Gigas. Aber ist das wirklich so, dass die normalen Rexe kein Brüllen machen? Also ohne diesen Stun? Die brüllen zwar, aber du musst von dem Brüllen nur kappen.